Hi, wir sind's wieder. Wir, ja, kriechen immer noch mit unserer Iri durch die Gegend. Iri, Was heißt kriechen? Kann man so nicht sagen. Natürlich sind sie nicht die schnellsten. Aber, was man euch auch noch zeigen kann, wollte. Auf M sieht man eine Karte. Und jetzt kann man zum Beispiel hier auch Wegpunkte setzen, hier mit dem Autopilot. So, jetzt ist Autopilot aktiv mit der linken Maustaste und mit rechts und man kann das aber auch jetzt umändern hier. Und sobald man dann das eine Ruder Lenkbewegung, einschlägt. eine Ruderbewegung macht, ist der Autopilot deaktiviert. St. Louis da hinten ist in South Carolina 12 Kilometer, 12,9 Kilometer entfernt. 11 Okay. Kilometer St. Louis kommt näher. Ab 9,5 kann ich feuern. Okay, die dreht ab. Ja, wir mal die North Carolina. Pass auf. Oder holen wir uns die Iris erst. Oh, Oh. ich drehe andere Seite. Wir wollen hier nichts riskieren. Das war knapp. Okay. 9,5 Kilometer, Irie. Ja. Oh, die sind gut. Oh, die sind gut. Oh, die sind gut. Oh, Ah, die da sehen kommt gleich eine. nichts. Oh. Schlafschiff feuert. Schlafschiff feuert. Boah. Ich denke mal, die ist ein bisschen besser gewesen. Jawohl. Bleibst du Oh. auf dem Kurs? Ja. Ja, die waren zu kurz. Okay, Oh, Ellie, Schiff cool, ist auf Schlachtschiff. Founder. Ja, machen wir Schlachtschiff. Zwei Treffer. Na, jetzt kann ich aber nicht über die Insel drüber feuern, oder? Nee, geht nicht. Ich habe keinen getroffen gehabt. Nee, stimmt, Kurs. Ich Ach, drehe, knapp. ich feiere noch einmal, dann drehe ich. Nach links oder nach rechts? Nee, nach rechts ab. Wir drehen rechts ab und gucken, dass wir sie weiter unter feuern nehmen können. Richtig. Okay. Oh, frontal. South Carolina. Haben wir zuerst die, oder? Ja, ich drehe links. In Brand gesteckt. Ja. Boah, das wird witzig. Das wird witzig. Gucken, dass ich hier nicht am Land hängen bleibe. Ja, so ist mir auch gerade gegangen. Wow, Deswegen aua. habe ich gerade Aua, aua. drehen müssen. Tut mir weh. Ich fahr drumrum. Achso, nee, ich glaube, ich drehe lieber. Ich drehe lieber. Wahrscheinlich schneller, wie wenn ich. Ja, wo bist denn du hin? Ja, ich muss an der Insel vorbei. Ich nehme gleich die, wo vor dir ist, bei dir ist unter Feuer. Ich kann nämlich nicht mehr feuern. Ja. Komm, 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 komm. Okay, nächstes Mal zu brechen. Viertausend hat sie noch, 4700. Ja, jetzt ist sie in dem Berg, ich komme nicht ran. Gut, dass ich noch rankomme. Aua! Ruder blockiert. Steuern nicht möglich. Nein, Boah. derzeit kann ich die andere feuern. Boah, ich hab sie. Kommt. Ich hab sie. Hast du weg? Ja. Hinter mir ist irgendwie was, 4 Kilometer entfernt. Ja, es ist nochmal hier. Feuer schon Bin gleich weg. Auf. Bin gleich weg. Das ist eine Katori. Ja. Wow! Die schluck ich noch. Komm, Mädchen. Täusch mich nicht. Ich bin weg. Ah, schade.
Bist du so weit weg? Weil ich drehen musste. Das Ding hat trotzdem einen Wendekreis von ein paar Kilometer, von ein paar hundert Meter. Und wenn ich drehen muss, muss ich drehen. Entschuldigung, wenn ich fast gegen die Insel fahre. Ich muss uns meine Viren echt noch beibringen. Ne? Ja, ja, genau. Wäre ich dann nicht allein gewesen, wäre ich nicht draufgegangen. Ja, 9000 Strukturen noch und ich muss da den Frontdepp spielen, ne? Was er sonst wieder keiner macht. Da kauft dann 8 in 8 Kilometern Kanon zu ziehen. 9 Kilometer. Ich bin kein Schlachtschiff. Haben wir Schlachtschiffe dabei? Zwei, ja. Wo sind die? Woanders. Ja, eben. Rechts. Geht sogar nach vorne. Du hast das viel zu weit, bist zu weit. Die brennt, oder? Okay. Ja, die South Carolina ist das letzte Schiff. Ja, das war's. Cool. Da. Trotzdem ein zerstört. Ja, ich auch. Dürftest du, soweit ich weiß, schon forschen können? Nee, mir fällt noch ein bisschen. Echt? Ja. Okay, dann machen wir noch eine. Natürlich. Warum kann ich die nicht nehmen? Weiß ich nicht. Ich kann Gefecht nicht drücken. Was kannst? Ich kann Gefecht nicht drücken. Kannst du Gefecht nicht drücken? Dann gehen wir in den Hafen. Ah, ich sollte natürlich bereit drücken. Ne? Ja, okay. Naja. Ja, so viel dazu, ne? Ja, ja. Ja, egal, alles. Wenn du dann soweit bist, dass du dir die Chester kaufen kannst, dann mach ich nämlich die Zerstörer. Bei den Amis. Mhm. Guck mir die mal an. Ja, gut. Die haben halt. Bei der Ami-Zerstörer ist halt immer die Sache mit dem. Der Reichweite von den Torpedos. Das sind die Japaner um einiges voraus. Also ja. Die Torpedos, die sind enorm stark. So eine Breitseite von einem guten Zerstörer, die kann schon fast 80% der gesamten Strukturpunkte kosten, weil wenn ein Torpedo trifft, tritt natürlich auch Wasser ein. Ja. Und das ist auch stetiger Schaden oder es wird die Zitadelle schwer getroffen. Das heißt, auch hier Munitionslager und sowas gibt es ja auch auf dem Schiff. Ne? Wenn du Munition dabei ja schießen musst, dann hast du ja auch... Stufe A, ich fahr auf C. Hä? Achso, ja. Ja, ich war hier gerade noch ein bisschen am Schwelgen, Entschuldigung. Ja, mal, dass ich auch mal sprechen möchte. Kein Problem, gerne. Jetzt darfst du weiter reden. Nein, das will ich nicht mehr. Belasten. Ja, nee, die Torpedos sind halt schon echt brutal. Also es gibt ja auch Kreuzer mit Torpedos. Später die Ami-Kreuzer und die japanischen Kreuzer, die haben auch Torpedos dabei. Zwar weniger, soweit ich weiß, oder mehr. Der Vorteil bei den Zerstörern ist halt, die sind enorm schnell und enorm windig. Ja. Dann können sie sich alle noch einnebeln, also quasi gibt's eine Nebelmaschine an Bord, die verschleiert dich dann quasi sozusagen, wenn du nicht feuerst oder Flugzeugabwehr, wenn die aus ist, dann ist man natürlich noch länger unsichtbar für die Gegner, weil je mehr Feuer von Ups. Ich muss mich jetzt hier kurz konzentrieren. Ja, aber es gibt zum Beispiel auch Schiffe, die haben dann, wenn du nicht feuerst, haben sie eine Spotting Range, wo auch relativ gut ist. Also die werden nicht trotzdem nicht so gesehen. Die Zerstörer sind relativ kleine Schiffe.
die Kreuzer eher mittelgroß und die Schlachtschiffe, das ist halt, ne, das ist halt die Klasse der Klassen. Also die sind halt riesig, haben Riesenkanonen drauf, dafür haben sie eine Nachladezeit von knapp 30 Sekunden. Und die Schüsse sind relativ ungenau. Uff, ups. Ich glaube, der Zerstörer ist gerade in sich selbst explodiert. Oh, was hat das? Schlachtschiff, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Echt? So wie du aussiehst. Du hast halt noch eine South Carolina. Ah, die. Oh ja, die sind ja nicht weit weg, ist weg. Richtig. Je näher, desto schlimmer, ne? Oh, das sieht natürlich übel. Wenn ich mich jetzt hier schon konzentrieren muss beim Gefecht gegen Mods, ne? Da. Ja, Gott, ich sollte nicht anfangen online zu spielen. Ich setz da mal belassen, sollte dauerhaft gegen Bots fahren. Und. Ahahaha. South Carolina scheint sich aber nicht für mich zu interessieren, auch wenn ich hier die ganze Zeit Breitseiten abfeuere, das knackt. Also. Oh! Ja, ich hier gerade noch schön am Zielen auf die. Auf der. Auf oh! Das Schiff. Dann. Oh! Schon wieder. Spaß! Also, ich bin gleich weg. Sieht so aus, ja. Definitiv, weil. Wäre ihre Nebengeschütze, die heizen mir ein. Apropos Nebengeschütze, es gibt ja nicht nur die Hauptbatterie, also das ist quasi die Hauptbatterie, mit der man selber feuert. Gibt es ja auch noch die Sekundärbatterie, die alleine feuert, automatisch, wenn ein gegnerisches Schiff innerhalb der Reichweite dieser Kanonen ist. Die feuern dann. Separat noch aufs Ziel. Finde ich eigentlich eine relativ coole Sache. Es gibt auch später noch Flugzeugabwehr. Klack. Davon hatten wir es vorhin. Kurz. Oh. Oh, mein Schiff, das sieht übel aus. Ja, mit 52 Struktur guckst du da noch rum, ne? Ja. Ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Das war knapp, ne? Aber du hast überlebt. Ja, aber ich glaube, ich habe es immer noch nicht. Doch, müsstest du. Du müsstest. Schauen wir mal. Du müsstest. Doch schon. Doch. Chester. Du müsstest erforschen können. Nein, 400 noch notwendig. Ich habe 1000. Von der Irie zur Chester? Mhm. Oh. Okay. Oder? Schiffsbau und genau 1000 habe ich. Ja, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Auf wieder, tschüss. Ciao.